Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir den Perfect Palette Tag und ich habe fast alle meine Paletten, nein, nicht alle, aber ein Arsch voll meiner Paletten hier liegen und ich werde euch sagen, wie ich meine Paletten so einschätze und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Es geht direkt los. Okay, Perfect Palette Tag. Es geht einfach darum, ein bisschen zu gucken, wie man seine Paletten so einschätzt, mal so zu gucken, was man so hat, was man eigentlich benutzt, was man so weniger benutzt. Das würde ich euch gerne sagen. Ich habe hier auf meinem schlauen Zettelchen stehen, welche Fragen quasi ich beantworten werde. Und ich habe das jetzt schon öfter gesehen und Jessies Beauty Welt, sie hat die gerade gemacht und das ist sehr interessant und ihr müsst mal reingucken, die hat so krass geile Paletten. Also bei Lidschattenpaletten ist sie so eine Hardcore-Anfixerin. Wirklich krass. Ich habe das jetzt bei mir so gemacht, weil es wirklich unfassbar schwierig ist, sich so wirklich auf eine Palette festzulegen. Ich weiß, dafür ist es da, aber ich habe gedacht, wir machen Ranking, also erste, zweite, dritte in jeder Kategorie und wir legen direkt los. Wir fangen an, schönstes Packaging. Okay, schönstes Packaging, da ist es mir für Platz 1 wirklich nicht schwer gefallen. Ja, oh Gott, Mama flippt aus, ey. Guckt sie euch an. Also wirklich, die Kat Von D, Saint & Sinner Palette, ja. Ganz im Ernst, gibt's was Geileres? Okay, es ist natürlich so, Kat Von D ist eine Tätowiererin und ich bin tätowiert, ja. Und wir kommen so aus demselben Metier und ja, wir verstehen uns. Also, ich verstehe sie, wollen wir es mal so rum sagen. Deshalb Wahnsinn, ne? Wie so ein Kirchenportal und die Palette von innen sieht halt aus wie ein Kirchenfenster. Ich habe sie euch eben schon mal aufgemacht, aber guck mal, man kann sie halt dann so aufmachen. Rattenscharf, oder? Also, ich finde, das ist wirklich echt. Ich bin ja ein erklärter Urban Decay-Fan, aber das werdet ihr auch noch gleich sehen. Aber diese Palette ist die schönste Palette, die ich habe. Punkt. Die zweitschönste Palette, die ich habe, kommt natürlich von Urban Decay und ist diese hier. Schön vollgepatscht mit Fingertips. Das ist immer geil. Ich glaube, andere Leute machen ihre Paletten vorher immer noch mal schön sauber, aber das ist unrealistisch. Ich mache die ab und zu sauber, aber nicht so häufig wie andere wahrscheinlich. Hier ist sie. Für mich das schönste Packaging. Ein richtig geiles Design. Also ich stehe so derartig auf diese Palette von der Optik. Wahnsinn. Platz 2 der schönsten Packagings. Platz 3 der schönsten Packagings geht an Urban Decay. Jetzt sag doch mal. Also das ist die Weiß 4 übrigens. Ist die nicht mega von der Verpackung einfach nur nicht von dieser Welt. Ich liebe so einen Scheiß. Das ist ja so irgendwie so 80er, ne? So, wow. Bisschen drüber und so. Einfach nur geil. Punkt Nummer 2. Beste Pigmentierung. Ganz klar auf Platz 1. Ich kann es nicht anders sagen. Ist die Modern Renaissance bei meinen Paletten, die ich habe. Die ist auch schön ein bisschen runtergerockt. Tatsächlich sehr häufig benutzt. Und staubt. Aber die Pigmentierung ist mega, ja. Auch bei dem Platz Nummer 2 ist die Pigmentierung affengeil und zwar die Naked Heat von Urban Decay. Ich finde, diese Palette ist schwierig, würde ich sagen, weil sie einfach so eintönig ist, wollen wir es mal so sagen, aber ich liebe die so sehr. Also diese Pigmentierung, die lässt sich so geil verblenden. Man kann trotz dieser Eintönigkeit ziemlich geile Looks damit schminken. Deshalb Platz 2 der stärksten Pigmentierung und auf Platz 3. Also ich habe wirklich mal so geguckt, welche Paletten sind eigentlich so hammermäßig pigmentiert. Und da ist tatsächlich gelandet diese Opulence-Palette von Zoeva, weil die Pigmentierung ist echt bam. Euch das mal an. Also das ist hier einfach nur so okay, der ich
hat an dem gar nichts dran. Wo ist denn jetzt der Swatch? Okay, Leute, Entschuldigung. Aber wirklich, die ist mega mäßig pigmentiert. Also, die ist eine sehr schöne Palette. Vielseitigste Palette. Und da war es nicht so einfach für mich. Aber ich habe mich festgelegt. Und zwar, für mich ist auf Platz 1 die vielseitigste Palette die Kat Von D Sinner Insane. Es wird ihr so ein bisschen nachgesagt, dass es schwierig ist, mit ihr komplette Looks zu schminken. Hm, kann ich verstehen. Es fehlt so ein bisschen an Transition Color, matten Tönen. Kann ich nachvollziehen und wiederum nicht. Weil es sind so viele Töne hier drin, die man miteinander kombinieren kann. Und ganz ehrlich, früher haben wir auch keine in jeder Palette eine Transition Color gehabt. Deshalb finde ich das Blödsinn. Wenn ich die zum Beispiel nutze, also für die Grundierung, kann man super diesen hellen nehmen oder diesen rosafarbeneren kann man super als Base nehmen. Als Transition Color kann man ganz toll, wo ist er, dieser hier nehmen. Der hat zwar Glitzer drin, egal, der geht super als Transition Color. Das und das kannst du als Transition Color nehmen. Und wenn du hier raus keine als Transition Color nehmen willst, dann nimmst du einfach deinen Bronzer, ja. Diese Palette ist aber abartig vielseitig, denn sie kann im Grunde alles. Sie kann kühle Looks, sie kann warme Looks, sie kann matte Looks, sie kann extravagante Looks, sie kann natürliche Looks. Ich finde sie unfassbar vielseitig und ganz toll. Dann noch so ein Fall, Vielseitigkeit, mega, weil, ehrlich, ihr habt eigentlich alle Farben hier drin. Ihr braucht natürlich irgendwas Mattes. Nicht zwingend. Im Grunde kann man auch einfach einen Ton hiervon nehmen, ihn aufs ganze Lid machen, ihn nach oben hin ausblenden und schon habt ihr jeden einzelnen Farbton, den ihr euch vorstellen könnt, in einer Palette. Ich nehme super gerne meinen Puder, um mein Lid zu setten und nehme einen Bronzer, wie gesagt, so ein bisschen, um die Lidfalte so ein bisschen zu vertiefen oder ein Konturpuder. Zack, die drauf. Ihr könnt jeden Look schminken, den ihr wollt. Und Platz 3 der vielseitigsten Paletten ist für mich definitiv die Chocolate Bar, weil sie ist zwar sehr neutral, kann aber trotzdem viel. Also sie kann goldig, sie kann rosé, sie kann ein bisschen lila, sie kann ein bisschen mauve, sie kann ein bisschen blau. Sie kann sehr schön braun, sehr schön warmbraun, sehr schön kühlbraun. Sie kann eigentlich viel ohne quietschige Farben. Lieblingspaletten auf Reisen und da ist es sehr eindeutig Platz 1, wenn ich wegfahre, ich nehme mal die mit. Ich liebe die. Die ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche auf dem Campingplatz fahren würde, würde ich die nehmen, weil die kann ich total neutral lassen, ohne Schnickischnack. Ich kann damit aber auch einen schönen Look schminken, um damit ins Restaurant zu fahren. Ja, dann die Sweet Peach ist für mich eine Palette, die ich ganz häufig mitnehme, weil ich finde, bei der ist es ähnlich. Auch die kann unheimlich viel. Die kann sehr neutral sein, ja. Sie kann ein bisschen extravagant mit dem Peach. Sie kann lila, sie kann grün. Ist auch sehr vielseitig tatsächlich. Die hat das fast in die Vielseitigkeitsliste mit reingepasst. Aber eine Palette, die ich häufig mitnehme. Auch aufgrund, die beiden vor allen Dingen, aufgrund ihrer Verpackung. Weil die sind so robust, nicht zu fett, nicht zu groß, die sind schön mitzunehmen, super Reisepaletten und eine Palette, die habt ihr so, weiß ich nicht, ob ihr die schon mal großartig bei mir gesehen habt, ich habe sie selten benutzt in der letzten Zeit, aber eine Zeit lang sehr viel benutzt und zwar Freedom Pro Artist Pack Black Pad Black Arts, das ist echt wie so ein Tablet gemacht und das ist die hier und zwar, ihr seht schon, es sind unheimlich viele Farben drin, also wirklich auch schon ganz schön runtergerockt. Die nehme ich auch gerne mit, wenn ich Leute schminke und ich weiß, ich mache nur so neutrale Geschichten, weil irgendwie ist hier alles Mögliche drin, ihr könnt es ja sehen, alles sehr neutral auf jeden Fall, ne? Kein großartiges Pop of Color, aber sehr viele verschiedene Töne drin und tatsächlich auch sehr, sehr, sehr anständig und schön pigmentiert, super zu verblenden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es diese Palette noch gibt. Das weiß ich gar nicht. Ich guck's mal. Wenn ja, dann seht ihr es in der Infobox. Super, super schöne Palette. Welche Paletten habe ich bereut? Ja,
Da gibt es einige. Aber ihr werdet unter solchen bereuten oder nicht benutzten wahrscheinlich kaum High-End bei mir finden, weil meine High-End-Paletten überlege ich mir sehr gut. Und bereut habe ich definitiv diese hier. Das ist die Makeup Revolution Fortune Favors the Brave. Ich muss sagen, ich war ewig hinter der her. Und als sie dann endlich online kam, da gab es auch Makeup Revolution noch nicht in der Drogerie. Habe ich sie mir gleich geholt und ja, was soll ich sagen? Also, nichts an der Palette gefällt mir. Ich finde die kleinen Fännchen doof, ich finde die Farben langweilig, ich finde die Pigmentierung blöd, ich finde. Also, ich will nicht mal sagen, dass sie irgendwie schlecht ist oder so, aber sie sagt mir überhaupt nicht zu, sie spricht mich für nichts an. Ich kann sie einfach. Ich benutze sie nie. Ich habe sie ein paar Mal geswatcht, ein paar Mal was ausprobiert und irgendwie. Ich überlege auch, ob ich solche Sachen vielleicht verkaufe, aber gut, wer will die noch haben? Ich meine, die gibt es so günstig im Moment bei Douglas. Bei Douglas. Bei Rossmann, wer will die schon haben? Ne? Aber genauso geht es mir mit der ersten Kali Bible Palette von BH Cosmetics. Mich hat die so angesprochen, ne? Und ihr seht's, benutzt habe ich nicht wirklich was. Ihr seht es auch an den Highlightern. Ey, da ist die Prägung noch komplett drin. Ich finde nicht, es gibt für mich kaum eine langweiligere Palette als diese Palette hier. Sorry. Und noch eine BH Cosmetics Palette, die ich bereut habe, gekauft zu haben. Und zwar die Galaxy Chic. So sieht sie aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, es ist so eine Palette, die ist so unnötig. Ich habe die echt, weiß nicht, zweimal benutzt oder so und seitdem steht sie da. Ich finde sie völlig uninteressant. Also sagt mir mal Bescheid, ob ich so ein Instagram-Sale oder sowas machen soll. Dann packe ich die da auf jeden Fall mit rein. Die überraschendste Palette, also Paletten, wo man eigentlich gedacht hat, naja, ich hole sie mir mal und guck mal, was passiert, habe ich auf jeden Fall. Und zwar. Hi. Ich bin die kleine Chocolate Chip. Okay, ich drehe wieder am Rad. Die Chocolate Chip von Too Faced. Bam. Alles matte Töne. So schön zu verblenden. So niedlich. So kompakt. So schön. Und dieses Metall. Also, ihr seht es ja, die sind tatsächlich. Das ist nicht Plastik. Vielleicht, aber ein geiles Plastik. Ich würde eher sagen, das fühlt sich fast an wie mattes Metall. Die ist auch ultra schwer. Ich würde fast sagen, die ist genauso schwer wie die große Schwester. Also, ich finde sie so schön, so gut zu benutzen als Basis. Also, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwo hinfahren würde, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Die wird auf jeden Fall jetzt immer irgendwie bei mir in der Tasche sein. Ich finde die ganz toll. Und überrascht hat mich tatsächlich die NYX Heavy Metal Palette, weil erstmal, gut, die Farben, die hatte ich ja schon mal gesehen bei DM und habe mich sofort in die Farben verliebt, fand es mega spannend. Aber was mich echt wirklich überrascht hat, ist diese Cremigkeit. Also, wenn ihr da reinfasst, dann ist das wie Creme-Lidschatten, ohne Scheiß, ne? Also, es wird euch blenden hier. Die hat so eine absurd krasse Pigmentierung, dass es mich wirklich weggeflasht hat. Und ich sage euch, diese beiden Scheißerchen hier in Kombination im Moment wirklich bei mir häufig benutzt. Die sind so geil in der Pigmentierung, so schön in der Kombi. Hiermit arbeitet man ein bisschen die Lidfalte aus, macht so ein bisschen Grunddings und dann nimmt man egal. Irgendeinen hiervon aufs Lid, fertig. Richtig, richtig schöne Kombi. Und noch überrascht hat mich diese Palette hier von Urban Decay, diese Jean-Michel Basquiat Limited Edition. Wie soll ich das sagen? Also, sie sieht jetzt irgendwie lahm aus, ne? Auf den ersten Blick denkt ihr so, ja, aber pff, gut. Aber durch diese drei Töne hier kann man so coole Looks schminken, so, wie soll ich das sagen, so besondere Looks, so ungewöhnliche Sachen einfach. Die hat mich so in den Bann gezogen. Ich liebe diese Palette. Die hat mich
mega geflasht. Welche Paletten habe ich am wenigsten benutzt? Auf Platz 1 definitiv die Make-up Revolution Sofix Palette. Sofix, Sofix, wie auch immer. Wollte die unbedingt haben. Ich glaube, ich habe sie einmal benutzt bisher. Nicht, weil ich sie schlecht finde. In keinster Art und Weise. Sehr, sehr schöne Farben. Wäre fast in meiner die vielseitigste Palette gelandet. Wunderschöne Farben, super Pigmentierung, nichts auszusetzen. Gefällt mir richtig gut. Auch wirklich eine der besseren Paletten tatsächlich von Make-up Revolution. Aber im Moment toucht sie mich einfach nicht. Sie spricht mich nicht an. Ich habe sie auch noch nicht lange, ja. Aber ein Ladenhüter bei mir ist die Make-up Revolution Ultra Eye Contour Light and Shade. Ja, Kat Von D Dupe. Keine Ahnung. Ich finde die Qualität von dieser Palette nicht gut. Ihr wisst, ich mag Make-up Revolution sehr gerne. Ich habe viele Paletten von denen. Ich mag viele Paletten von denen. Ich finde diese Palette sowas von langweilig. Deshalb wird sie auch nicht benutzt. Genauso wie die Make-up Revolution Flawless 3. Die habe ich auch mal, glaube ich, in die Kamera gehalten. Die ist so ein bisschen auch als Dupe gehandelt zur Madame Renaissance. Ich habe sie, glaube ich, einmal benutzt und seitdem steht sie rum. Sie ist... interessiert mich irgendwie nicht. Sie hat mich interessiert, jetzt interessiert sie mich nicht mehr. So ist das manchmal, ne? Zuletzt benutzt. Was habe ich zuletzt benutzt? Als allerletztes eben gerade benutzt, habe ich die W7 On The Rocks. Ein Dupe zur Subculture. Zu sagen, ein echt billiges Dupe, also die Verpackung geht gar nicht. Die Farben haben nicht schlecht performt, muss ich sagen. Mir gefällt es gut, man kann super mit der arbeiten. Also sie ist halt echt monsterbillig. Also die kostet schon 10 Euro, aber so diese schrecklich leicht billige Pappverpackung. Also wenn ich dagegen hier die Chocolate Bar, die Babypalette da halte, die wiegt einen Zentner und die wiegt nichts. Zuletzt benutzt, genau. Als zweit zuletzt benutzt die Naked Heat. Ich benutze sie sehr oft tatsächlich. Sie ist immer so, ach, was mache ich? Ach, Naked Heat. Zack. Und als drittes zuletzt benutzt, ich muss leider beide zeigen, weil ich habe beide zuletzt benutzt, habe ich ja eben schon gesagt, mega gutes Duo. Diese beiden Paletten, die ich wirklich im Moment sehr häufig benutze, muss ich sagen. Ganz toll. Und als letzten Punkt, ganz wichtig, meine Lieblingspalette. Platz 1, immer noch und immer und immer und immer wieder, meine geliebte Too Faced Chocolate Bar. Sie ist einfach toll. Alles an ihr ist toll. Alles an ihr ist wundervoll. Platz 2, die Urban Decay Naked Heat. Ich finde, sie ist ein Traum. Und jeder, der so ein bisschen Bock auf diese Art von Farben hat, müsst ihr euch die holen. Also alleine... dieser Ton hier, mal gucken, der hier, oh, da ist er, ist, oh, ich könnte ausrasten, also wirklich, einer der schönsten Töne, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe diese Palette, die ist so wundervoll. Und diese Palette hat es tatsächlich geschafft, dass ich wirklich darüber nachdenke, mir die anderen Naked Paletten auch zu holen. Mal sehen, kommt Zeit, kommt Rat. Und auf Platz 3 im Moment wirklich... die NYX-Palette, weil ich, wie gesagt, so überrascht bin von dieser Pigmentierung. Die Farben sind sowas von toll, speziell. Also ich will euch nochmal diesen geilen blauen hier zeigen. Ne? Ihr denkt nur, er ist einfach nur blau. Ne? Ah, ah, ah. Guckt euch das mal an. Und schade, meine Kamera schafft es nicht. Die hat nämlich, der ist nicht nur blau, sondern der hat so einen goldenen Schienen darüber. Die Kamera nimmt es einfach nicht auf. Die hat noch so einen goldenen Shift, so goldenen Glitzer da drin, der, wenn man es verblendet, so ein leicht, ja, so ein bisschen grünlich werden lässt. Also, die Palette ist richtig geil. Ihr solltet euch die mal angucken. Also, nicht billig für nichts, muss ich sagen, aber richtig schön. So, das war der Perfect Palette Tag. Und ich mache das natürlich so wie Jessie, weil ich fand das gut. Ich tagge jeden, der Bock drauf hat. Ja, also machen, machen, machen ist eine schöne Sache. Und ich finde, sowas könnte man auch mal mit Gesichtspaletten machen. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja mal.
Okay, ihr Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!